Hallo und zurück zu Siedler 2. Ich habe jetzt schon seit 2-3 Tagen nicht mehr gezockt. War eine anstrengende Arbeitswoche, aber wir haben jetzt Freitag und deswegen freue ich mich umso mehr, jetzt wieder mal entspannt eine Runde zu siedeln, beziehungsweise dieses Level fertig zu machen. Denn hier war ja nichts so weit Spannendes, da wir das im Prinzip schon alles geschafft haben und ich mich jetzt hier leider dummerweise noch nach Norden bauen muss, damit ich diese blöde Festung da angreifen kann, oder was es ist. Eine Wachstube wahrscheinlich. Wachstube, da brauche ich ein Militärgebäude. Was ist das für ein blöder Weg? Außer die Waldvieh. Nee. Schon besser. Das dauert jetzt ziemlich lange, bis sie das fertig bauen. Deswegen Zeitbeschleunigung an. Oh, das ist echt so blöd, dass ich hier nicht angreifen kann. Ah, da bringen sie zum Glück die Materialien her. Jetzt setze ich noch ein paar Flaggen, damit es vielleicht etwas schneller geht. Wie gesagt, war eine anstrengende Arbeitswoche. Da wir eine komplette Etage bzw. einen kompletten Flügel eine Etage höher umgezogen sind. Heute haben wir es zum Glück geschafft. Deswegen ist es ein relativ schönes Wochenende, da ich endlich wieder ruhig schlafen kann. Meine Maus verweigert gerade den Dienst, merke ich. Ich muss mal draufklopfen. In der Hoffnung, dass was gebracht hat. Nicht wirklich. Wo ist meine Maus? Das Draufklopfen hat bewirkt, dass jetzt gar nichts mehr geht. Super. Aber, da wir jetzt erstmal warten müssen, bis das Gebäude fertig ist, gehe ich mal kurz an die Rückseite und werde mal mein USB aus- und wieder einstöpseln. Also bis gleich. So, da bin ich wieder zurück, genau zur richtigen Zeit, wie ich sehe. Ihr kennt immer diese tollen USB-Mistdinger. Ihr dreht es einmal, es passt nicht, ihr dreht es nochmal, passt immer noch nicht, ihr dreht es und auf einmal passt es wieder. Und da ist auch meine Maus wieder, juhu.
Ah, mit einem neuen USB-Standard soll das ja bald beendet sein. Da passt die Maus in beiden Richtungen. Muss ich mir mal etwas wieder entspannt hinsetzen? So, upsala. Jetzt warten wir noch, bis das Militärgebäude besetzt ist. Müssen wir auch echt mal einen neuen Computer kaufen, weil der hat schon so seine Macken langsam. Auch das mit der komischen Maus aus- und Ansteckerei. Aber nun gut. Da kommen meine drei Soldaten und alles noch Frischlinge, wie es aussieht. Und jetzt kann ich angreifen. Nein. What? Ah, jetzt. Aber auch gerade so. Hoffentlich kommt jetzt ein General. Nein, so ein einfacher Schützling. Na super. Kann ich hier noch parallel dazu nochmal ein Militärgebäude bauen, falls er drauf geht? Nein, kann ich nicht. Oh, hoffentlich gewinnt mein Tibi. Juhu. Und damit haben wir es geschafft. 27. Tag im 9. Monat. Wir haben den Kampf gewonnen und die Insel ist unser. Und wieder ist das Tor aktiv geworden. Ich bin gespannt, wohin die Reise jetzt geht. Aber die Inschrift aus diesem Tor ist wieder latinisch. Und so hoffe ich, dass wir vielleicht auf jenem Pfad wandern, den unsere sagenhaften Vorfahren gingen, bis sie nach Rom kamen. So, Tor betreten. Dann mache ich mal kurz einen Aufnahmestopp. Wie gesagt, das muss ich leider immer machen, weil sonst mein Aufnahmegerät durchdreht. Also wir sehen uns gleich. Bis gleich. Hallo und zurück zur Mission 3. Ich habe leider den Missionsname vergessen, an dem wir gleich sehen, sobald ich speichere. Dann lese ich das Ganze mal vor. 17. Tag im 3. Monat des 3. Jahres. Inzwischen haben wir eine gewisse Routine im Aufbau einer lebensfähigen Siedlung entwickelt. Es sollte eigentlich alles wie am Schnürchen klappen. Wir sind wieder auf einen Schiffbrüchigen getroffen. Er warnt uns vor aggressiven nubischen Stämmen im Osten der Insel. Dort gibt es ein Gebirge, in dem man angeblich große Mengen Gold finden kann. Von einem Tor wusste der Mann allerdings nichts. Er kennt aber auch nur einen kleinen Teil der Insel. Okay, im Osten gibt's eine Menge Gold. Aber es sind dort auch aggressive nubischen Stämme. Stämmen, hier wird ja von Mehrzahl gesprochen. Ich bin gespannt. Dann starten wir mal die Mission. Zeitbeschleunigung nehmen wir mal raus. Oh, und wir sehen ja auch Schafe. Lauter Tiere, die wir vorhin nicht hatten. Schafe, Rehe, Hirsch und Fuchs. Hasen. Gut, dann fangen wir mal lieber an zu bauen. Hier oben haben wir gleich einen schönen Steinvorrat. Hier unten kommt dann die Holzfäller hin, gleich zwei Stück. Und mittig ein Sägewerk. Hier oben kommt auch gleich ein Holzfäller hin. Wir brauchen Bauplatz. Und wie immer gehe ich wieder hier die Taktik, dass ich kein Forsthaus baue, sondern nur das Holz verwende, was wir auf der Karte finden. Ich hole mal, wie viel wir schon mal haben vom Start weg. So, ich muss erstmal wieder reinfinden. Statistik. Nein. Oh, ah, hier sind wir zwei Computergegner. Das wollte ich nicht. Inventur. So, 48 Holz, Bredea.
Getreide nur 10. Meine Maus springt rum. So, irgendwie hat die eine kleine Macke. Ich klopf nochmal. So. Ich trink mal zwischendurch was. Ich lasse die Zeitbeschleunigung jetzt noch aus, bis die Grundversorgung steht an Materialien. So. Ja, parallel dazu werden wir auch gleich Militärgebäude bauen, um ihn auszubreiten. Oh, technisches Problem mit meiner Maus. Hallo Maus. Sie ignoriert mich komplett. Maus. Warum leuchtest du und warum machst du trotzdem nichts? Mal ein bisschen pusten. Hat gar nichts bewirkt, super. Aha. Einfach so oft rein- und rausstecken, bis es irgendwann wieder geht. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch so. Sehr seltsam. Ich glaube, mein USB-Port hat leichte Stromversorgungsprobleme. Und das liegt tatsächlich an der Maus selber. So, wo waren wir? Militärgebäude bauen. Hier eins. Immer schöne Wachstube setzen. Und nach unten. Muss mal gucken, wie viel Holz ich nochmal auf Lager habe. Nicht, dass wir dort in Schwierigkeiten geraten auf diesem Gebiet. Holz haben wir genug, Stein haben wir genug, 45. Nimmt die mir oben halt noch ein bisschen Bauplatz weg. Das Gebirge. Beziehungsweise die Steinhaufen. Ich überlege schon, einen zweiten Stein mitzubauen. Ich glaube, ich mache das auch. Weil es ja relativ groß ist. So, da gehe ich jetzt mit Zeitbeschleunigung einschalten. Zack, dann wieder die Namen. Und den Status. Und dann zoomen wir mal rein. Und schauen zu, wie langsam unsere Basis aufblüht. Ich bin ja dazu sehr geneigt, einen Jäger zu bauen. Und schon mal Fleischvorräte zu sammeln. Ich mache es mal. So, wo ist die Jagdhütte? Ah, Jagdhaus. Okay, dann dahin.
Und hier auf jeden Fall auch schon mal eine Fischerei. Fischerei, eine Fischerhütte. Wenn ich meine Maus klicken lassen würde. Oh, wie unangenehm das gerade ist. Lässt du mich wenigstens noch die Straße bauen? Dankeschön. Dann zoomen wir mal raus, machen das weg. Jagdhaus habe ich bisher noch nicht gebaut. Tiere sind ja nicht unendlich, daher. Aber hier lohnt sich bei dem, was hier alles rumspringt. Ich könnte mal die Musik ändern. Ich glaube, die drei haben wir sonst immer gehabt. Dann nehmen wir jetzt mal die vier. Und irgendwann werde ich mal auch die... Oh, nein, die tragen da Goldmünzen und gerade jetzt versagt wieder mein Maus. Oh nein, bitte nicht. Ich muss jetzt ganz schnell, ganz fix... Das ist wieder der Klassiker. Genau im wichtigsten Moment versagt die Technik. Wenn die hier nämlich Gold reinpumpen. Oh, 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 oh. Und es ist schon passiert. Das Unglück nimmt seinen Lauf. Ich kann es nicht verhindern. Sie pumpen Gold nur für einen Soldaten ins Gebäude rein. Maus. Also ich bin kurz davor, die Aufnahme abzubrechen. Bis das Scheißding hier geht. Na, wenigstens konnte ich jetzt das stoppen. Ah, jetzt werden sie unten das ganze Gold reinstopfen. Nehme ich da rein. Also irgendwie ist es auch total random, wann die Maus funktioniert und wann nicht. Ich glaube fast, sie hat einen Wackelkontakt. Ich müsste immer eine neue Maus kaufen. Oh, zwei Goldmünzen. Okay, das erhöht den Schwierigkeitsgrad. Null. Super. Was für Vollhongs. So, hier haben wir schon mal Gebirge, was wir weiträumig einnehmen werden. Und nach den Norden werden wir jetzt auch langsam unsere Griffe ausstrecken. Ich wollte gar keine Barke. Sondern eine Machstube. Militärgebäude besetzt, das wissen wir. Das wissen wir auch. Keine Briefe. So, wie sieht es mit Baumaterialien aus? 35 Bretter, 42 Steine.
Komisch, jetzt funktioniert meine Maus anstandslos. Keine Ahnung, was es war. Hier unten können wir uns auch unser Gebiet mal vergrößern. Und der Jäger geht ja auch weite Strecken. Was hat ein Jäger? Ja, sieht sehr stark danach aus, weil er ein Reh über seine Schulter tragen tut. Ein kleines, süßes Rehkitz Bambi. Mal wieder die Zeitbeschleunigung rein. Ist das hier der Osten, wo er gemeint hat, dass es viel Gold gibt? Gold nützt mir jetzt erstmal nicht viel, wenn dann erstmal eher Kohle und Eisen für den Start. Wie viele Soldaten haben wir hier eigentlich? Oh. Nur ein Schild und keine Schwerter mehr. Aber dafür 18 Schützen. Sind schon ein paar stärkere Soldaten in Reserve drin. Oh, da haben wir hier echt so viel Gold reingepumpt, unglaublich. Naja. Was sind das die ganze Zeit für komische Geräusche? Blöd, dass man nicht schon so einstellen kann, dass sie grundsätzlich keine Goldmünzen aufnehmen. Ach, meine Maus, wie ich sie liebe. Dieses Blöde. Wenn ich klopfe, funktioniert es sowieso gar wieder. Lächerlich. Kommt zwar schon ein besserer Soldat rein. Gleich sperren. Und hier auch sofort. Wobei, jetzt ist es aktuell eh egal, weil wir noch kein Gold haben, beziehungsweise sämtliches Gold aufgebraucht haben. Ah, hier haben wir noch viel Holz.
Dann werde ich auf jeden Fall da noch eine Wachstube hinsetzen. Ich glaube, wir haben noch im Norden was. Genau. Ich kämpfe so nebenbei mit der Maus. Es ist langsam so echt zum Nerven. Manchmal will sie, manchmal nicht. Jetzt habe ich so lange nicht mehr Siedler 2 gespielt und gerade heute verlässt sie mich. Oder wie sieht das jetzt gerade aus? Okay. Ich versuche jetzt noch zu speichern. Das wird eine kurze Folge, weil ich spreche jetzt wegen technischen Defekten ab. Es lässt mich ja noch nicht mal ins Optionsmenü rein. Willst du mich verarschen? Optionsmenü. Ihr dürft mir jetzt dabei zusehen, wie ich verzweifelt versuche, mit einer defekten Maus abzuspeichern. Der Vorteil ist jetzt halt, dass wir unser Grundgerüst stehen haben. Und den nächsten Teil damit starten. Wenn ich jetzt nur noch auf Speichern komme, das wäre so toll. Ja, ich will es aktivieren, aber der Linksklick funktioniert nicht. Optionsfenster. Spiel speichern. Gleich habe ich es geschafft. Es braucht schon eine Menge Klicks, um ein Spiel zu speichern, fällt mir auf, besonders wenn die Maus total im Arsch ist. Ah, gleich haben wir es. Oder auch nicht. Ich dreh durch. Da hilft kein Klopfen. Doch, jetzt geht gar nichts mehr. Oh, jetzt geht's. Sogar sehr gut. Schnell abspeichern. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hoffentlich mit der Maus, die wieder funktioniert. Bis dann. Tschüss.